denn? Ein kleiner Fisch. Hm? Er sieht ja ganz niedlich aus. Nur niedlich? Sind das nicht die niedlichsten, knuffigsten und knuddeligsten Bäckchen, die du je gesehen hast? Hallo, kleiner Kerl. Du Süßer. Hallo, du. Hab keine Angst. Bist du ganz allein? Du bist doch noch viel zu klein, um ganz allein zu sein. Oh, armes kleines Kerlchen. Weißt du, ich bin mir sicher, ihm geht's gut und... was tust du da? Ich nehme ihn mit nach Hause. Aber... jemand muss sich doch um ihn kümmern. Armes Kerlchen. Ganz allein auf der großen Welt. Komm her, kleiner Schatz. Orangella, warte kurz. Komm her, mein Kleiner. Was hast du denn? Du kannst mir vertrauen. Ja. Ich tu dir nichts. Orangella, hör mir mal kurz zu, ja? Ich hör dir zu, aber er entkommt mir, wenn ich nicht aufpasse. Hey, das kitzelt! Ich finde nur, du solltest eins bedenken. Er ist zwar jetzt noch klein und niedlich, aber er wird größer werden. Und dann wird es schwieriger sein, für ihn zu sorgen. Du hast sicher recht, Emily. Aber du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Ich meine, jemand muss sich doch um ihn kümmern. Hey, wo ist er denn? Oh, siehst du das? Er will mit mir mitgehen. Ich glaube, ich nenne dich... Flops. Flops? Er sieht doch aus wie ein Flops. Er sieht nach Ärger aus. So niedlich er auch ist. Aber das ist deine Entscheidung. Ach komm schon, Emily. Vertraust du mir denn gar nicht? Doch, natürlich, aber... Also, ich werde es dir beweisen. Ich werde mich besser um diesen Fisch kümmern, als ich jemals zuvor um einen Fisch gekümmert wurde. Ich werde dich füttern und dir jede Nacht etwas vorlesen. Oh, ich kann es kaum erwarten, dir meine Lieblingsgeschichten vorzulesen. Und ich werde dir ein wunderschönes Zuhause geben, wo es sicher und warm ist. Ich meine kühl. Warte ab, bis du es siehst. Du wirst es dort lieben. Würde das Wetter langsam bärig kalt werden. Wartet, ich helfe euch. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir viel schneller fertig. Oh. Ich glaube, hier ist sowas wie eine alte Schatulle. Was wohl da drin ist? Entschuldigt. Hier ist ein Buch. Und zwar das, das wir zum ersten Frost lesen. Das ist es wirklich. Darin geht es um den allerersten Winter in Bitzibärchenhausen. Ich wette, jeder würde diese Geschichte gerne mal wieder hören. Ich werde sie hier im Café vorlesen und jeden in Bitzibärchenhausen einladen. Kommt schon, ihr könnt mir dabei helfen. Mädels, ich muss wirklich für das Café-Varieté üben. Das veranstalte ich hier in meinem Café. Es ist schon in ein paar Tagen. Oh, wir können dir helfen. Test, test. Wie macht man dieses Ding an? Ja, jetzt können wir. Dann leg mal los. Wir sind bierig, beste Freunde für immer. Wir zusammen machen.
loslegen. Richtig loslegen? Ich wünschte, ich würde euch los... Wir wollen doch alle, dass der Auftritt bei dem Varieté eine Überraschung wird. Oder nicht? Oh, da ist echt was dran. Okay, nochmal von vorn. La la! Oh, Herr Rapelius, wie geht es Ihnen? Könnte ich kurz mit Ihnen reden? Vor der Tür? Ja, natürlich. Also, was machen wir mit dem Geld? Meine Gäste stören Sie nicht, oder? Naja, eigentlich bin ich gekommen, um zu sehen, wie es Ihnen geht. Oh, das ist sehr nett von Ihnen, Herr Rapelius. Ich dachte, Ihnen würde vielleicht eine kleine Pause gut tun. Wieso lassen Sie mich nicht für den Rest des Tages auf das Café aufpassen und Sie ruhen sich aus, am Teich oder so, weit weg von hier und den beiden? Oh, ich kann nicht. Sie sind doch schließlich meine Gäste. Sie können, ich bestehe darauf. Herr Rapelius, ach, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Sie sollten lieber gehen, solange Sie beschäftigt sind. Ich werde Sie unterhalten. Viel Glück. Dann meinte die mittlere Etage. Was für ein Tag. Ich hatte richtig viel zu tun. Nehmt euch vor den Flips in Acht. Das ist Herr Rapelius ganzer Stolz. Seine Weizengras-Maishülsen-Erdnussbutter-Flips. Hey, Emily. Was findest du da draußen denn so interessant? Oh, gar nichts. Sie sind immer noch nicht zurück. Wer ist immer noch nicht zurück? Schnurrschönchen und Plätzchen, habt ihr sie gesehen? Werden sie vermisst? Oh, ich bin ganz sicher, sie spielen nur. Ihr wisst doch, wie sie sind. Die armen Kleinen. Was ist, wenn ihnen da draußen was passiert ist? Keine Sorge, Zitronella. Sie kommen nach Hause, wenn sie soweit sind. Was ist das hier alles? Meine ganz besondere, super-duper-tolle Tanznummer mit großem Sahnehäubchen obendrauf. Damit schlagen wir die Tänzer von Butzelbergstadt beim diesjährigen Tanzwettbewerb. Das sieht sehr... kompliziert aus. Gewöhnt euch lieber gleich daran. Jedes Jahr führen die Tänzer von Butzelbergstadt einen super komplizierten Tanz vor. Aber dieser Tanz hier wird sie alle übertreffen. Aber Fläumeli, der Tanzwettbewerb ist schon nächste Woche. Das alles? Ja, ich weiß nicht genau. Wie sollen wir das lernen? In nur einer Woche? Das müssen wir. Ich erinnere euch nochmal daran, gegen wen wir antreten. Nur für den Fall, dass ihr die Demütigung, die Schande und die Enttäuschung des letzten Tanzwettbewerbes vergessen habt. Naja, so schlimm war es auch nicht. Ich weiß noch, dass ich eine Menge Spaß hatte. Ich finde nicht, dass es spaßig ist, zu verlieren. Sie sind wirklich toll. Großartig. Ich bin schon echt gespannt, was Sie dieses Jahr vorführen. Auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Ach, Fläumeli. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir eine schöne Zeit haben und unser Bestes geben. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Unser Bestes. Unser Meisterhaftestes. Meisterhaftestes ist kein richtiges Wort. Aber du könntest sagen, unser meisterhaft Bestes. Na gut, von mir aus sage ich auch das. Unser meisterhaft Bestes. Wir werden gewinnen. Dieses Jahr tanzen wir meisterhaftlich. Meisterhaft. Meisterhaft. Ich danke dir, Bonnie. Schön, dass ihr einverstanden seid. Das wird ganz eindeutig unser Jahr. Das Jahr, in dem wir den Tanzwettbewerbpreis gewinnen. Aber wir können es nicht so meisterhaft tanzen, Fläumeli. Oh doch, das könnt ihr. Seht mir einfach zu. Musik bitte. Das ist gar nicht so schwer. Also der Tanz, den wir letztes Jahr vorgeführt haben, sah völlig anders aus. Ja, ganz genau. Letztes Jahr haben wir verloren. Oh, aber die Outfits, die ich dafür entworfen habe, waren wunderschön. Und ich habe sogar eine dreifache Pirouette geschafft. Das ganze Publikum hat uns bejubelt. Es war einfach fantastisch. Seht ihr, was auf diesem Tischchen da steht? Es steht gar nichts auf diesem Tischchen. Da ist nur Staub. Und wisst ihr, was da stehen sollte?
Ein Staubfänger vielleicht? Oh, nein, eine Tanzwettbewerb-Trophäe. Fläumeli, ich merke, dass das wirklich wichtig für dich ist. Und wir sind deine Freunde. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir unser Bestes geben werden, um den Preis zu gewinnen. Oh, ich danke dir, Emily. Wenigstens versteht mich eine von euch. Wir verstehen dich doch alle, Fläumeli. Aber können wir dir nicht dabei helfen, die Schritte ein wenig zu vereinfachen? Ja, zum Beispiel wäre dieser Schritt einfacher, wenn wir nur den ersten Teil machen würden. Oder wir könnten die Schritte aufteilen, sodass jede von uns die macht, die sie am besten kann. Ich kann zum Beispiel die Kicks gut und Orangella die Drehungen. Das ist eine tolle Idee. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir müssen diesen Tanz hier vorführen. Meinen Tanz, ansonsten haben wir keine Chance. Gut, das ist wichtig für Fläumeli. Versuchen wir es auf ihre Weise. Und jetzt alle zusammen. 5, 6, 7, 8. Tapfenlos ist? Vielleicht stimmt etwas auf der Bärchenfarm nicht. Wow, was ist das? Unglaublich! Fantastisch! Toll! Hallo, Emily! Prinzessin Bärchen, wer ist dafür verantwortlich? Er. Ja. Ich sehe ihn! Wo kann er nur sein? Seht mal, er ist da drüben! Schnappt ihn euch! Er verändert hier von allem die Farbe? Oh ja, allerdings. Er ist zwar winzig, aber seine bärigen Funken sind die besten. Hi! Hi. Aber ich dachte, eure bärigen Funken wirken nur bei Bären. Seine Funken wirken einfach bei allem. Wir haben so etwas bisher noch nie gesehen. Aha! Ups. Dankeschön. Gern geschehen. Los, geht her! Schnell mal! Warte, jetzt! Los, Das Problem ist, die Bärenernte ist doch schon am nächsten Tag. Wenn er morgen auch noch einfach tut, was er mag, könnte es passieren. Oh, es ist so schrecklich, dass ich es nicht sag. Oh. Uh-oh. Genau wie im Café. Oh nein, keiner wird erkennen, welcher Saft was für einen Geschmack hat. Was wäre, wenn ich für einen Tag Babybärchen zitten würde? Das wäre wirklich eine große Hilfe, dann wäre die Ernte gerettet. Aber denke bitte nicht, das wäre unbedingt deine Pflicht. Ich mache es gern, Prinzessin Bärchen. Ja! Gute Idee. Er ist so süß. Das wird lustig. Wir werden alle auf ihn aufpassen. Falls wir ihn einfangen können. Ich wäre euch ja so dankbar. Es ist mir ein Vergnügen. Die Aufgabe ist doch wie für uns geschaffen. Wie ist der Plan? Rennen wir ihm so lange hinterher, bis er müde wird und einschläft? Wir rufen... Hier gibt's Eis und schnappen ihn, wenn er sich eins holt. Hm. Aufteilen und umzingeln. Ja! Yeah! Ich weiß, du bist sprachlos, was, fabelhaft? Vielleicht enorm? Beeindruckend? Innovativ? Weißt du, Orangella hat mich zu ihrer Modedesignerin ernannt. Ich soll für sie und Till Mode entwerfen. Nächste Woche will sie mit ihm bei einem Dressur- und Springturnier mitmachen, bei dem beide Himbeertörtchens fröhliche Froschfummel tragen werden. Orangella meint, das wäre großartige Werbung für mich. Und weißt du was? Ich werde vielleicht, also eventuell, könnte ich schon im nächsten Herbst meine eigene Haustierkleidungskollektion in die Läden bringen. Ist das nicht wunderbar? Aha. Halt doch mal still. Ich kann die Schleife nicht festbinden. Oh, benimm dich. Nein, wir trinken
ist bärig schön. So originell, so einzigartig. Vielen Dank. Ich habe auch mein ganzes Herz in jedes einzelne Teil der Kollektion gesteckt. Unglaublich, du übertriffst dich jedes Jahr aufs Neue. Ich bin einfach der Meinung, dass man nur etwas machen sollte, wenn man auch bereit ist, dafür sein Bestes zu geben. Also höre ich damit erst auf, wenn ich es definitiv und ohne jeden Zweifel nicht besser machen kann. Wie du schon sagtest, ich möchte etwas wirklich Originelles, Einzigartiges und noch nie zuvor Gesehenes schaffen. Na dann, kommt mit, Schnurrschönchen und Plätzchen. Wir lassen Himbeertörtchen lieber arbeiten. Oh, heute Abend gibt es im Café eine Lesung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Hä? Oh, ja, natürlich. Ich werde da sein. Hey, Plätzchen! Beste Freunde sind immer füreinander da. Was auch immer wir zusammen machen, wir wissen, es wird wunderbar. Wurzel mutig wie die Großen, trau dich und hab keine Angst. Du wirst sehen, es wird sich lohnen, denn für jeden gibt es eine Chance. Und fühlst du dich verloren, bist du doch nie allein. Kommst du hier zurück, dann soll das dein Zuhause sein. Das ist deine Welt. Hier ist dein Leben zwischen Blumen und Beeren. Deine kleine Welt. Hier sollte immer dein Zuhause sein. Bei Sonnenschein und bei Regen, im Tage, Sturm und bei Wind. Man nennt es den Waldschreckschleicher. Oh. Haben Sie was gehört? Nein, nichts. Absolut rein gar nichts. Sind Sie sicher? Nichts, das ich vielleicht anhören könnte wie ein... Schleicher? Nein, kein Stück. Warten Sie auf uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so weit gekommen sind. Ich war vorher noch nie in dieser Gegend. Sie ist nicht mal auf der Karte, die ich ausgedruckt habe. Und es gibt keinen Weg. Oh, ich muss einfach überall nach Ihnen suchen. Sie haben sich doch nicht in Luft aufgelöst. Lass uns noch ein Stück weitergehen. Also ich würde mich bei diesem regnerischen Wetter nicht so gerne hier draußen verlaufen, so wie es Ihnen vielleicht passiert ist. Verlaufen? Meine Tiere? Ich weiß was. Ich habe eine Geschichte gelesen, in der zwei Kinder eine Spur aus Brotkrumen legen, damit sie wieder nach Hause finden. Oh, ich kenne diese Geschichte. Wird die, Brotkrumenspur nicht aufgegessen? Aber keiner wird das hier essen. Du hast immer so gute Ideen, Bonnie. Komm schon, jetzt verlaufen wir uns nicht. Und 5, 6, 7, 8. Die Schritte. Achtet auf die Schritte. Zum Rhythmus, zum Rhythmus. Ihr sollt stillstehen und euch nicht auf den Köpfen drehen. Stopp, stopp, bitte. Ihr macht das alles falsch. Nein, so habe ich mir den Tanz nicht gedacht. Es ist jetzt Zeit für den Tanzwettbewerb, meine Lieben. Oh, der Tanzwettbewerb jetzt! Was ist mit meinem Ball passiert? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist vor meinen Augen verschwunden. Oh, hier ist meiner. Aber irgendwie ist er grün geworden. Das ist doch die falsche Farbe. So kann man ihn nicht sehen. Das ist ja eigenartig.
Lisa, hast du irgendwas damit zu tun? Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verloren. Sie armer Kerl. Sieht so aus, als wäre das Spiel ruiniert. Oh, aber ich hätte doch fast gewonnen. Was denkst du, Himbeertörtchen? Ich finde ihn toll. Die Farbe steht dir gut. Ich finde ihn auch toll, aber der andere ist genauso bärig schön. Willst du ihn noch mal aufsetzen? Ja, bitte. Stopp! Oh. Komm wieder hierher! Oh nein! Till bei seinem Nachtgequake. Wie sollen wir je wieder vernünftig schlafen? Vielleicht ist dieses Quaken ja auch nur eine Phase, aus der er rauswächst. Das ist wahrscheinlich das Einzige, aus dem er nicht rauswächst. Wo ist Orangella? Sie schläft. Sie war so erschöpft, weil sie den ganzen Tag hinter Till hergerannt ist. Kommt, Mädels. Mal sehen, wie wir ihn zum Einschlafen bewegen können. Heiße Milch. Nein, das nicht. Eine Bettdecke. Quatsch, vergesst das. Ein Schlaflied. Warte, was war das Letzte? Ein Schlaflied. Einem Frosch ein Schlaflied vorsingen. Finde ich gut. Das machen wir. Gute Idee. Schließ die Augen, kleiner Frosch. Bitte hör auf zu quaken. Süße Träume, kleiner Frosch. Bitte schlaf doch endlich ein. Oh, wer? Was? Ist er... Psst! Lasst uns gehen. Als der kälteste aller kalten Winter Bitzibärchenhausen traf, arbeiteten alle Einwohner zusammen, um den neu gepflanzten Hain zu retten. Aber das Wetter wurde immer rauer und sie wussten, die neuen Pflanzen würden es nicht schaffen. Dann hatte das kleinste aller Bärchen eine Idee. Wir können die gefrorenen Beeren, die wir haben, schnitzen, sagte es. Und dann können wir Glühwürmchen hineinsetzen. Wieso sollten wir das machen? Fragten die anderen. Wenn wir sie zu dem Hain tragen, erklärte er, halten sie die Pflanzen vielleicht warm. Zuerst lachten sie nur über das kleine Bärchen. Aber dann verstanden sie es. Es war ihre einzige Hoffnung. Würden es die Pflanzen nicht schaffen, hätten sie nichts mehr zu essen und keine Kraft, um die kleine Stadt aufzubauen. Also arbeiteten sie alle zusammen und brachten die leuchtenden Beeren in die Felder. Und es funktionierte. Die Pflanzen waren gerettet. Aber nur, weil jeder Einzelne in Bitzibärchenhausen eine Laterne gebracht hat, um die Pflanzen warm zu halten. Die Einwohner von Bitzibärchenhausen hatten verstanden, dass sie voneinander abhängig sind. Genauso wie von den Glimmerbeeren. Und deswegen feiern wir jeden Winter den Glimmerbeerenumzug. Jeder in Bitzibärchenhausen schnitzt eine gefrorene Bärenlaterne. Die ganze Stadt kommt zusammen und alle zünden ihre Laternen in einem Kreis an. Damit gibt jeder Einzelne das Versprechen, dass die Einwohner zusammenhalten und sich gegenseitig helfen werden, wenn die harten Wintertage kommen. Freunde helfen Freunden. Und jetzt versteht ihr vielleicht den wahren Grund für den Umzug. Oh, auweia. Ich glaube, mein Verhalten war wirklich bärig doof. Da ist noch etwas, das ich euch gerne zeigen würde. Seht ihr das? Hier. Warte, das ist mein Entwurf. Ganz genau. Und ich habe auch so etwas gezeichnet. Hey, ich auch. Genau wie ich. Das haben wir alle. Ihr habt es sicher gesehen, als ich die Schatulle geöffnet habe. Aber das ist euch nicht bewusst gewesen. Deswegen hattet ihr den gleichen Entwurf. Den hatten wir alle. Oh, dann habe ich euch wohl völlig zu Unrecht beschuldigt, meinen Entwurf kopiert zu haben. Oh, es tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht irgendwie vergeben. Ja, na klar, Himbeertörtchen. Wenn du mir vergeben kannst. Und mir. Mir auch.
Wir haben wohl alle etwas überreagiert. Oh, seht euch das mal an. Es wird draußen richtig eisig. Ich wette, die Beeren sind jetzt bärig gefroren und genau richtig fürs Schnitzen. Ihr solltet euch lieber beeilen, wenn die Glimmerbären noch rechtzeitig für den Umzug fertig werden sollen. Ja! Ja! Wie findet ihr das? Wunderschön. Und wie ist das? Ganz toll, Orangella, aber du hast ein bisschen was übersehen. Und, seid ihr alle gleich fertig? Ich denke, von mir aus wir haben auch schon ganz aufgeregt. Nur eine Sekunde. Ich sag Ihnen schon mal Bescheid. Bitte sagt den Glühwürmchen, wir sind soweit. Dankeschön! Wo auch immer ihr seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn sie irgendwo sind, wo wir sie nicht finden können? Wie können sie sich verlaufen? Sie kennen sich doch hier in der Gegend aus. Aber vielleicht haben sie total die Orientierung verloren. Sie könnten zu müde sein für den Nachhauseweg, aber morgen werden sie wiederkommen. Was ist, wenn sie irgendwo gefangen sind? Ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Ich vermisse sie so sehr. Meint ihr, sie sind weggelaufen? Ach, Emily, ist alles okay? Es ist nur die Nachtluft. Sie bringt mich zum Schniefen. Oh, Emily, du musst dir solche Sorgen machen. Und wir reden die ganze Zeit nur über uns. Es tut mir so leid. Du Ärmste. Du liebst deine Tiere so sehr. Ich wollte euch alle nicht beunruhigen, aber... Ich habe solche Angst, dass ich sie nicht finde. Und vielleicht sind sie weggelaufen. Wisst ihr, sie wollten, dass ich mit ihnen spiele. Aber ich war zu beschäftigt. Oh, das hätte ich wohl nicht sagen dürfen. Sie würden niemals weglaufen. Und schon gar nicht, wenn sich jemand wie du um sie kümmert. Sie wissen, dass du sie liebst und sie lieben dich. Mach dir keine Sorgen, Emily. Wir werden sie auf jeden Fall finden. Oh, das hoffe ich. Ich bin so froh, dass ihr alle bei der Suche mithelft. Schnell! Rennt um euer Leben! Wovor rennen wir denn weg? Vor ihm! Es kommt aus dem Untergrund! Wir haben auch komische Geräusche unter der Erde. Wartet einen Moment! Unter der Erde! Vielleicht sind die Tiere deswegen nicht nach Hause gekommen. Was meinst du damit, Emily? Naja, wir haben hier oben überall nach ihnen gesucht. Und wenn die Tiere unter der Erde waren und nicht wussten, welche Tageszeit ist... Haben sie vielleicht ihr Zeitgefühl verloren. Ganz genau. Herr Rapelius und Herr Bärchen, wo haben sie die Geräusche gehört? Da hinten. Schnurrschönchen, Plätzchen. Plätzchen, Schnurrschönchen. Wundervoller Tanz von der Tanzgruppe aus Butzelbeerstadt. Und jetzt folgt eine kleine Unterbrechung, bevor die Tanzgruppe aus Bitzelbeerchenhausen auftritt. Oh, ich kann das einfach nicht. Wir werden niemals so meisterhaft sein wie Sie. Das wäre eine viel zu große Demütigung für mich. Hilfe! Oh je! Los, alle hinterher! Ja.
sollten uns mal unterhalten. Wenn gar nichts klappen mag und dich dein Glück verlassen hat, leuchtet ein Regenbogen am Horizont voll Licht. Wenn alles auseinanderbricht und auch dein Bärentörtchen wurde nichts, wartet dein Glückskleeblatt vielleicht schon auf dich. Traumhaft süß, traumhaft gut, dieses Leben bietet alles, so viel Glück, so viel Mut. Glaube nur, wenn ich sag, schau dich um und du wirst sehen, es ist ein traumhafter Tag. Melodie, lass dich verführen. Lass dir von niemandem den Sonnenschein nehmen. Lass einen bunten Drachen steigen, dem Unmut darfst du Zähne zeigen. Glitzernd schön wie nie zuvor, dringt es an dein Ohr. Traumhaft süß, traumhaft gut, dieses Leben bietet alles, so viel Glück, so viel Mut. Glaube mir, führt die zweite Tanzgruppe ihren Tanz vor. Sie kommt aus unserem eigenen kleinen Örtchen. Hier ist die Tanzgruppe von Minzi-Märchenhausen. Musik.